So, herzlich willkommen zurück zu ein... At last! I got you! You know, you are a very hard person to reach. But then, so is Yusuf Amir. So this is a very special occasion. A meeting of titans! Now, let me open the kimono and show you my business. Mm-hmm. I want you to invest in a partnership. Ja. There is a chain of salvage yards going into administration. Buy one of them and it will be the start of something very profitable. Well, come on, what more do you need to know? Mm-hmm. Let's pull the trigger. Come on, baby, let's hustle, let's grind, let's make some paper. Okay. Okay. Wo muss ich hin? Hier, okay. Gucken wir uns einfach mal kurz an. Sie sind unverfügbar. Sie sind mit der Karte mit einem blauen Stern markiert. Okay. Stehe die Fracht. Ja, ich habe jetzt auch keine andere Chance, ne? Deine Crew kann über die Option Herausforderung Eichen im Online-Pausenmenü Herausforderung für andere Spieler stellen, wenn eine Spielliste erstellt wird. Na, eine Frage. Stiehl die Frage, das LKM, der hat es geöffnet, begebe ich nach. Oh Gott, ist mir gerade alles ein kleines bisschen zu viel, ne? Oh nee. Junge. Lass mich in Ruhe. Hör auf. Warum macht denn der das? Warum denn? Ich hab hier nichts gemacht. Warte, wo denn? Super, jetzt bin ich ja mit drinne. Mit gehangen, mit gefangen, sagt man so schön, ne? Bin fast tot, ne? Wo ist der? Ja, ich habe halt nur eine Pistole. Ja, du machst es schon, ne? Was denn? Ja, ich bin da dabei. Okay, gut, dann machen wir das. Okay, du machst es schon, ne? Was heißt das eigentlich, wenn ich so sichtbar bin? Ist es was Schlimmes? Aber nicht, dass er mich mitnimmt. Ich hoffe, wir werden... Oh, haha. Ha. Ah. Oh, lol. Haben wir den Ball da? Wo will man denn hin? Und die anderen Spieler müssen wir uns jetzt abfangen, oder was? Was machst denn du? Achso. Wo ist der da, ne? Junge. Ha. Junge. Ah! Junge.
das denn? Wie ist denn, wo muss ich denn jetzt hin? Hat er mich ja alleine? Oh. Ach, keine Ahnung, wo bin ich denn jetzt hier? Ah. Ich muss irgendwie hier rauskommen, ich habe keine Ahnung. Komm ich denn hier raus? Oh fuck. Ja, okay, sorry. Ach Junge. Hit it. Ah fuck. Junge. Ah, zieh durch! Bin ich jetzt draußen? Boah, da Halleluja, Junge, wo hat er uns hingebracht? Wo muss ich hin? Okay, das geht nicht. Hit it. Junge, fick dich doch, du Hurensohn. Ich war tot, ne? Oh, es ist sinnlos. Was ist das denn für ein Scheiß, Mann? Ich hasse das. Wie kann da GTA Online Spaß machen? Boah, dieser Schnee macht mich auch noch schon wieder aggressiv hier. Fuck, es geht mir hier auch richtig auf den Sack, ne? Meine Güte! Ach, mein Herz. Warum hat er mich allein gelassen, Junge? Der hätte doch einfach der Spur folgen müssen. Wirklich? Also voll nett, dass du mir geholfen hast. Du wirst wahrscheinlich dieses Video nie mehr sehen. Halleluja. Alter, willst du mich verarschen? Junge. Was ist das denn für ein Scheiß, ganz ehrlich? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das gerade überhaupt gar keinen Spaß, ne? Das ist gerade alles... Ich weiß nicht. Hat der hier irgendeine Panzerung oder was? Kann hier sie Fracht hier stehlen? Ach, jetzt ist der, ne? Alter, ist das ein... Ist da irgendwas Besonderes, weil der farbig markiert ist, oder wie sieht denn das aus? Vor allem, wie schnell der auch ist. Fuck, jetzt habe ich wieder so ein weißes Bübbelding, ne?
Der wartet dort. Die Saudi wartet dort. Warte. Wichser. So. Du Hörni. Der hat da einfach gewartet, Junge. Lass mich in Ruhe. Junge. Mann, Sohn. Oh Gott, ich hab's gesagt. Ja, aber ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Kann ich dem irgendwelche Beleidigungen an den Kopf werfen, die natürlich... Welcome, Sister, Sister. Wer bist du denn? Ja, habe ich so viel Drogen genommen? They said I was a charlatan. Wer bist denn du? A fraud, a nothing. But I... Das ist so unfair. Das ist so unfair, dass sie einfach dort warten und dann... Ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Keine Ahnung. He uses it to watch people, of course, in an entirely appropriate way. Join me anytime you like in watching. They never find out, and they can't harm you. Das war voll nett. It is greatest pleasure on earth. And trust me, I know too much about pleasure. Passivmodus, ja. Okay. So ein Hörni. So, was haben wir denn hier? Überlebenskampfserie. Brauche ich gar nicht anzufangen. Was haben wir hier? Jewel Paper. Komm. Nee, Jewel Paper schauen wir uns an. Oh, okay. Chunk Energy Zeitraum können wir auch mitmachen. Bist du ein Junkie? Also, was ist mit dem Schrottplatz? Habe ich zum Beispiel auch wieder vergessen, wohin ich muss. Mit jemandem, mit dem kann ich denn hier reden? Warte mal. Hatte ich als CEO. Warum denn? Wer tut mich denn. Als CIO. Hatte ich als CEO. Tomkes. Hä? Warum können die denn überhaupt irgendwas für mich entscheiden? Wir müssen hier rein. Achso, nee. Ich mache jetzt erstmal U. Wir machen erstmal die goldenen. Na, in der Hoffnung ist dann nichts. Aber warum hat mich denn der alleine gelassen? Irgendwer transportiert LSD. Hey, Kumbelino, ich habe gerade gehört, dass ein anderes LSD und sein Zeug in der Stadt pusht. Was meinst du? Nee, ich will erstmal eine Sache hier zu Ende bringen. Leben oder leben lassen oder machen wir sie fertig? Mut. Ich kenne keinen Mut. Lass mich doch einfach mal hier gucken. Muss ich hier hoch? Ja. Ach, kann es sein, dass die mit dem Dingensbummens, den passiven Modus haben, mit dem Kreuz? Ja, fahr doch mal schneller. Achso, ist rot. Ja, okay, dann hättest du nicht schneller fahren können. So, drücke E, um Spionage zu spielen. Okay, wir gucken uns das einfach mal an. Journey and the wheels have just flown off this spiritual hoopty. I am clear about it. You know okay. This? Ja. But I did not see that coming. Okay, um Schädigen. A lot of things, Cheryl, I see coming, but that one I did not see coming. I don't know if any amount of meditating
in flowing robes by a koi pond is gonna save me now. Und mal leicht oder schwer. Und wie komme ich jetzt weiter? Falling apart, Cheryl, over here. I'm falling apart. That man took my heart, Cheryl. He took my heart. Ich würde einfach mal auf spielen. Ich bin nicht sicher, aber ich mach trotzdem einfach mal. Ich versuche mein Glück. Chakra Attack with Dr. Ray D'Angelo Harris. Agent, Abgesandter. Ich bin der verdeckte Ermittler. Ich bin da bei einer Wange. Let's get you sworn in. Raise your right hand. I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States as interpreted by my immediate superiors in the IAA. My duties may include interrogation, phone tapping, suppressing reports, inventing reports, paying bribes, taking bribes, the trafficking of drugs and arms, the misappropriation of funds, and lying to the American people whenever strategically necessary. So help me God. I'll take your silence as an enthusiastic consent. Congratulations. Okay. Welcome to the IAA, Agent. Oh. Earpiece working? Good. Because your first assignment begins immediately. I've sent you some coordinates. Sieht er mich? Okay. Machen wir das. Teamleben 1. Okay, let's start with the publicly available facts. The global price of oil per barrel is through the roof. Gas prices at the pump are off the charts. And the agency has been granted unlimited resources to get the situation under control. What the public don't know is that behind the scenes, this is nothing more than a good old-fashioned criminal conspiracy to fix prices. And we have a leading suspect, the Duggan family. Casino owners and big players in oil and gas. You're the current residence of one Mason Duggan. He's the elder brother of Thornton, who runs a casino. Your assignment is to give my team access to his private files. We can see if there's a trail of breadcrumbs and where it leads. Okay. Okay. Hin und her, Masons Computer. So. Das ist bestimmt oben, ne? Aber schönes Apartment hat er hier. Habe ich da eine Schramme? Was habe ich denn da? Das war vorher noch nicht da. Bitte benutze. Achso, Brute Force, okay. Was? Halte alle Spalten korrekt an, um das Passwort auszudenken. Benutze AC, um die. Oh, okay. Okay, warte, wie muss ich denn. Okay. Soft? Wäre wahrscheinlich, ja. Hacke Mason Computer. Okay, hab den gehackt und. Aber good job! Oh, this data is a smoking gun and the Duggan's fingerprints are all over it. It doesn't tell us how they're doing what they're doing, but get this. They're striking a deal to acquire something. Oh, das sieht aber echt nice aus. I can't tell what it is exactly, but we need to get our hands on it before the Duggan's do. Zu irgendjemand? Nee, okay. So, da gehen wir mal wieder raus. We have a couple of stops to make. The Duggan's been given two collection points by
by the Bureau. One is at their HQ, the other's at a seized contraband depot across town. You can choose what they had first. I'll work up some options while you're in route. Okay, warte mal. Nur mal hier A. Okay. Besuch FBI nach der Hardware. Oh Gott, Entschuldigung, ja. Habe ich die jetzt schon? Ich habe ja eigentlich bei Escape dachte ich, oder war das hier? Nee. Alt? Würde ja gerne eine Uniform mitnehmen, ne? Aber irgendwie. Muss hier hoch, okay. Die Uniform muss ich mir aber erstmal holen, ne? Weil die habe ich ja nicht. Oh. Ach so. Wenn ich zu schnell renne, dann geht es auf meine Gesundheit. Du, was ist das denn? Da! Warte mal. Jetzt. Ah! Ich hab's auf der Karte jetzt nicht gesehen. Warte mal. Kann ich mein Auto nehmen? Ganz normal, dass man ne, so eine Abkürzung nimmt. Oder vielleicht auch nicht. Okay. Gut, warte. Ich muss kurz hier hoch. Darf ich hier? Darf ich mich hier frei bewegen oder eher nicht? Hä? Okay. Keine Ahnung, was ich machen soll, ne? Also außer die Uniform mir zu holen. So. Okay, das kriegt man hin. Hoffe ich.
Sah nicht auch Michael so aus? Ich glaube ja, oder? Als er sich auch als Hausmeister verkleidet hat. So. Wo komme ich denn jetzt da hoch? Ach da, oder? Wir klettern einfach mal hier hoch, na, was soll schon passieren? So. Ah, okay, da war eine Treppe gewesen. Ja. So, gehen wir mal ganz gemütlich hier rein. Okay, on you go. Okay. Ja, gut, ist wieder. Ja. Okay. Och nee. Okay, bring mich bitte um. Gut, das ist natürlich wieder semi-optimal gelaufen. Bitte mal mich umbringen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, fehlgeschlagen, du bist gestorben. Okay, aber ich krieg trotzdem Geld. Das ist doch schon mal was. Aber ich krieg keine Punkte. Ich bin sehr weit gekommen. Okay. Es wird lustig. Oh Gott. Nee, ich möchte nicht fortfahren. Doch, ich muss fortfahren, ne? Aber mache ich Neustart? Nee, ich hoffe nicht. Ja, ich würde sagen, ich beende dieser Stelle die heutige Folge. Ich muss mir mal überlegen, ob. Also, geht ja online. Also, ich weiß nicht. Ist klar online, ne, dass man mit mehreren Spielern das alles zusammenspielen kann, die ganze Mission. Aber ich hatte trotzdem irgendwie die Hoffnung, dass ich das alleine irgendwie trotzdem hinbekomme. Und klar, das war jetzt gerade mein Fehler, dass ich mich dort in diesen Bereich reingebracht habe und derjenige sich umgedreht hat, wodurch er mich erkannt hat, dass ich nicht dazugehöre und dann mich angeschossen hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das kleines bisschen cooler vorgestellt und ich war ein bisschen zu sehr gehypt und ich habe das anders vorgestellt, also. Ja, mal gucken. Ja. Nee, längst frei. Nee, ich will mich nicht drauf. Start des Events. Nein, ich will auch. Ich fühle mich so überfordert mit der ganzen Sache. Kann ich hier. Da wird jetzt was von mir. Das ist mir gerade alles ein kleines bisschen zu viel. Kann ich hier irgendwie speichern? Neue Sitzung finden? Creator. Cash-Cards kaufen. Ja, also. Oder ist er. Oder wollte mich. Ach so, die Polizei ist hinter dem her, deswegen. Okay. Nun gut, wie gesagt, ich muss mir mal überlegen, ob ich GTA Online weiterbringe, vor allen Dingen als Einzelspieler. Aber. Ja, es macht mir aktuell nicht gerade unbedingt so viel Spaß. Ich bin halt, wie gesagt, eher Singleplayer und hatte gedacht,
dass es auch hier in GTA Online möglich sein wird, aber da habe ich mich getäuscht. Und ich habe auch mir eher vorgestellt, dass man mehr an die Hand genommen wird, dass man halt wirklich erstmal, ne, weil hier ist man als kleiner, als kleine Frau, als kleiner Mann ein kleines bisschen aufgeschmissen, finde ich. Aber wie gesagt, ich muss mal überlegen, wie ich das hier bringe, ob ich es überhaupt jetzt noch weiterbringe, wenn ich hier alleine weiter spielen muss, während sich alle anderen hier die Köpfe einschießen, um keine Ahnung, was auch immer zu bekommen. Ja, aber ich hoffe, dass euch die heutige Folge, auch wenn die nicht so erfolgreich gewesen ist, trotzdem gefallen hat. Und ja, wie gesagt, ich muss gucken, ob ich GTA Online nochmal bringe oder nicht. Oder ob ich, ja, mich anderen Sachen widmen werde.